Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen an Star Wars YouTuber Epic Wars mit weiterer Star Wars Battle von 2 Action und News. Leute, die Action ist richtig krass, denn es kommt nicht nur das riesen Update morgen, denn wir bekommen auch ein richtig spezielles DLC morgen. Nämlich Leute, das Bespin DLC von Star Wars Battle von 1 kommt zurück. Das Bespin DLC. Wir bekommen eine ganze Map, kommen wir Leute, der Palast des Administrators für 3 Modis. Ja, für die 3 Modis, nämlich für Gefecht, für Angriff und für Helden vs. Schurken in Star Wars Battle von 2, Leute. Richtig nice. Und jetzt kommt's, Leute. Es ist kostenlos. Kostenlos. Damals musste man noch 15 Euro bezahlen oder den Season Pass besitzen. Natürlich ist es kein vollständiges DLC, damals so in der Größe, wie Bespin in Star Wars Battle von 1 war. Aber Leute, es ist kostenlos und wenn man etwas kostenlos bekommt und wenn es auch noch von Star Wars Battlefront 2 ist, dann sagt man bestimmt nicht nein. Und deswegen, Leute, seht ihr auch ein richtig, ja, ich will jetzt diesmal nicht chilliges Gameplay sagen. Das Gameplay ist nicht von mir, es ist von Mr. Star Wars HQ. Und zwar hat er hier eine Runde Gefecht gespielt auf Bespin. Und ja, Leute, ein bisschen mehr Tode, also es ist jetzt nicht mein Gameplay, deswegen werdet ihr hier mehr Tode sein, leider. Aber auf jeden Fall hat er eigentlich nicht schlecht gespielt, okay, ein paar Tode sind drin. Das ist übrigens auf dem PC sind sowieso richtig, richtig aktive und ja, mit Maus und Tastatur ist es ja sowieso richtig easy peasy. Da sind die Spieler natürlich, ja, on point und auf Zack. Und das ist nicht schlecht auf PC, die Grafik ist super geil dort. Und ja, man kann da viel Spaß haben. Die Frage des Tages, Leute, übrigens an euch. Auf welcher Plattform spielt ihr eigentlich? Das hat eigentlich keiner gefragt, hat irgendwie keiner erfahren. Und wieso eigentlich nicht? Auf welcher Plattform spielt ihr? Spielt ihr auf PC, auf Xbox, auf PlayStation? Eliminiert das mal in die Kommentare. Ich bin mega gespannt, auf was ihr spielt. Übrigens, wenn ihr auf PS4 spielt morgen, Leute, habe ich für euch ein kleines Geschenkerle. Denn ich werde auch bald auf der Xbox am Start sein, auch mit euch zocken. Aber die Xbox-Spieler werden wahrscheinlich dann vielleicht Donnerstag, Freitag oder sowas irgendwie oder vielleicht zu einem anderen, späteren Zeitpunkt mit mir zocken können. Denn Leute, morgen am Mittwoch ist endlich aktives Abonnentenzocken angesagt, Leute. Ihr könnt mit mir mitspielen. Jeder darf mitspielen, der aktiv ist. Jeder darf mitspielen. Ich habe da mal so eine Idee angeblich gehört, dass man 30 Stunden im Livestream dabei sein muss. Nein, Leute, bei mir ist so eine Barriere mache ich nicht. Ihr müsst einfach so meine Livestreams die gucken, wenn ihr die nicht mögt oder wenn ihr nicht so Livestream-Fan seid. Ich zwinge zu euch zu gar nichts. Deswegen seid einfach am Start, seid einfach aktiv auf diesen Kanälen, auf Epic Gaming, Epic Wars und dann seid im Livestream am Start. Der Livestream findet übrigens auf meinem Gaming-Kanal statt, Leute. Und ja, ihr könnt mitzocken, Abonnenten zocken. Mal schauen, wenn sich sehr viele melden, müssen wir mal schauen, ob wir dann tauschen. Auf jeden Fall werden wir auch das Bespin DLC spielen, die Bespin Map, die ihr hier gerade seht, denn die kommt jetzt hier und das ist erst der Anfang. Wenn die jetzt schon Bespin implantieren, was kommt denn noch? Todesstern 1? Und was ist mit Scarif, Rogueborn Scarif? Outer Rim? Hallo? Es ist einfach der Anfang. Der Anfang ist gemacht und ich freue mich so auf die Maps und der ein oder andere hat gesagt, hey Epic, oder beziehungsweise die Hater haben gesagt, hey, wo sind die Star Wars Battlefront 1 Maps? Du hast sie doch angekündigt. Da ist es doch. Da ist es doch. Ich habe es gesagt, es kommt. Und wenn ich etwas sage, das kommt, dann kommt es. Ich habe euch noch nie in Stich gelassen, Leute, weil von Lügen habe ich nichts. Und das hier ist es. Das hier ist es, Leute. Der Anfang von den Star Wars Battlefront 1 Maps. Wir haben endlich die Möglichkeit, auf den geilsten Maps zu zocken. Übrigens, das ist was auch noch richtig geil ist. Das DLC hatte ja nicht jeder. Und weil das DLC nicht jeder hatte, freuen sich diejenigen Spieler, die nie den Season Pass hatten oder den DLC geholt haben oder auch nie die Möglichkeit hatten, Bespin Star Wars von 1 zu spielen, bekommen jetzt die Möglichkeit kostenlos. Und ich erwähne es nochmal, weil viele das vernachlässigen, weil die Mikrotransaktionen, die kommen ja zurück und man muss die Mikros nicht kaufen, also Geld für das Spiel ausgeben, wenn man Skins haben will. Man kann auch die Credits ausgeben, was richtig nice ist, deswegen, ja, kann man das schön genießen, natürlich kostenlos, 15 Euro müsst ihr nicht bezahlen, Season Pass gibt es ohnehin nicht und das ist natürlich ein richtig wichtiger Schritt in die richtige Richtung, denn kostenloser Content mit so einem Live-Game-Service,
das heißt so Live Game Service, also das wird übers Lebenszyklus hinaus begleitet und natürlich supported. Das heißt, wir werden auch bis Jahr 2019 Support bekommen und das ist mega nice. So Leute, einige Sachen habe ich noch, nämlich die Uhrzeit habe ich für euch, was gepatcht wird und was endlich mit den Meilensteinen ist. Denn Meilensteine wurde ich ja auch gefragt, Leute, was ist mit den Meilensteinen? Weil manche Meilensteine bringen ja Sternkarten, die bringen ja die Kisten. Wenn man die Kisten holt, hat man ja immer Sternkarten bekommen. Jetzt funktioniert das anders, Leute. Wenn ihr die Meilensteine abschließt für bestimmte Aufträge, dann bekommt ihr halt ja kosmetische Sachen, so wie Siegerposen oder Emotes, aber auch Credits, Leute. Und mit den Credits könnt ihr natürlich dann auch die Skins kaufen, die auch bald kommen. Und ja, es wird mega nice. Seid auf jeden Fall im Livestream morgen am Start, Leute. Es wird eine richtig geile Zeit. Und ja, ich bin mega gespannt, was sich noch so ändert. Und wir haben noch eine große Sache, beziehungsweise was heißt groß? Große Sache in dem Sinne von groß von Lebensenergie. Denn Lebensenergie von allen Worlds und Han Solo wird hochgeschraubt, also wird größer gemacht. Und deswegen haben die Helden ein bisschen mehr Energie. Was genau da verändert wird, wissen wir nicht, Leute. Auf jeden Fall finde ich das ganz gut. Ich hätte mir noch eigentlich persönlich gewünscht, wie das mit Boba Fett wäre, wenn der ein bisschen mehr Energie hätte, weil das wäre das eigentlich ganz gut. Man muss eigentlich in Betracht ziehen, dass Star Wars Battlefront 1, dass der Boba Fett in Star Wars Battlefront 1 richtig stark war, richtig gut war. Was heißt richtig stark? Der war halt richtig gut, wenn man mit denen umgehen konnte. Und der hat halt richtig viel Spaß gemacht. Und hier haben die den so ein bisschen agiler gemacht, schneller, aber er kann nicht so viel aushalten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das die beste Kombination ist. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die EE3-Leute back ist vom ersten Teil, dass man auch zoomen kann. Das wäre natürlich richtig nice, aber dazu gibt es leider noch keine Infos. Und das wäre natürlich etwas, was ich mir persönlich wünschen würde. Dann natürlich auch die Heldenenergie. Wenn man so sieht, was für Unterschiede es gibt, dass Darth Vader manchmal sogar bis zu 1000% haben kann. Also ich sage jetzt so jetzt Prozent, also 1000 Energie. Und dann gibt es so Helden wie 550 Energie oder 500. Dann denkt man sich, oh okay, das ist genau die Hälfte. Natürlich ist der Held in dem Sinne nicht so stark wie Darth Vader. Hallo, Darth Vader und Imperator sind eigentlich die stärksten Helden, so wenn man so sieht. Und also natürlich dann etwas, was man verstehen kann, aber dann, wenn man die Helden selber spielt, was im Gameplay dann halt sich widerspiegelt, ist, dass man halt sehr schnell stirbt und dann halt nicht so ein langes Gameplay hat, was sehr, sehr schade ist. Deswegen würde ich mir mehr wünschen, dass da auch an den Helden-Energie ein bisschen was gemacht wird, dass man auch Boba Fett ein bisschen länger steuern kann. Und ja, das war natürlich dann richtig und das wäre natürlich richtig nice. Ja, Leute, dann kommen wir zu der nächsten Sache, SA-44C. Was wird eigentlich mit der Waffe gemacht? Es gab da so ein Cooling-Problem, also so ein Abkühlproblem. Das wird jetzt behoben. Ich habe selber mit der Waffe ehrlich gesagt nicht so oft gespielt. Und vielleicht ist das ja eure Lieblingswaffe. Ich kann euch nur sagen, dass bestimmte Fehler jetzt gepatcht werden und dass die dann behoben werden und dass ihr dann mit der SA-44C auch richtig angenehm, richtig chillig zocken könnt und da eigentlich dann keine Probleme mehr habt. Ob die jetzt runtergepatcht wird oder hochgepatcht wird, habe ich jetzt keine Infos zu. Es wurde halt zwar gesagt, dass die Waffe bearbeitet wird und dass nichts an ihr verändert wird, aber die Sache ist natürlich, wenn etwas bearbeitet wird, können Fehler entstehen und wenn die Fehler entstehen, ist es natürlich sehr, sehr unangenehm und ich hoffe mal nicht, dass die SA-44C dann, ja, irgendwie fehlerhaft dann wird. Dann haben wir zu der größten Sache eigentlich Explosive Shot. Die explosiven Geschütze, beziehungsweise nicht explosiven Geschütze, Wachgeschütze, sondern der Aufsatz, Explosivschuss, wird endlich behoben. Also es gab da so einen Fehler, dass ihr mit einer Waffe, das war die DC-15LE, glaube ich, und die SA-44C war auch betroffen, aber lassen wir die mal außen vor. Also auf jeden Fall das Explosivfeuer, dass sie verbuggt war, das heißt, wenn ihr mit Explosivfeuer geschossen habt, dann ist sie nicht schneller überhitzt, die Waffe, hat dann aber den gleichen Schaden gemacht und der Schadensradius war immer noch gleich, das heißt, ihr habt die Gegner niedergemäht ohne Ende, ihr habt es wahrscheinlich selber gemerkt, der ein oder andere war ein bisschen angefressen, man musste leider Feuer mit Feuer bekämpfen und dann einige haben das gemacht und einige nicht. Und das war natürlich dann richtig gut, dass sie das dann so hinbekommen haben und dass sie dann sagen, hey, wir machen das jetzt, wir verbessern das und dann ist es auf jeden Fall komplett weg. Also Explosivschuss-Bug, Leute, ist dann auch behoben. Ihr werdet auf jeden Fall ein richtig angenehmes Gameplay haben und dann, ja, nicht mehr gestört werden von Explosivfeuer. So Leute, jetzt kommen wir zur Nachricht, wann das Update kommt morgen. Leute, Update kommt morgen 12.50 Uhr.
bis 17 Uhr. Also das Spiel wird komplett bearbeitet in dieser Zeit. In der Zeit könnt ihr nicht online zocken und müsst dann halt quasi eine Pause einnehmen. Wenn die Pause vorbei ist, Leute, werdet ihr vielleicht ein YouTube-Video von mir sehen oder vorher oder irgendwann so. Und dann werdet ihr natürlich auch den Livestream erleben können mit mir und einfach eine richtig geile Zeit haben. Ich bin mega froh, ich bin mega gespannt auf das Update morgen, dass das Spiel komplett verändert wird. Also wie gesagt, Leute, 12.50 Uhr bis 17 Uhr könnt ihr nicht zocken. Ab 17 Uhr habt ihr freie Bahn. Also kann man vielleicht noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Epic, was hast du gesagt? Hausaufgaben, das H-Wort? Nein, natürlich könnt ihr das so machen, wie ihr wollt. Ja, Leute, das Video ist zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Kommentieren, bewerten nicht vergessen. Frage des Tages ist auf jeden Fall raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Leute, macht's gut, haut da rein und bis zum nächsten Mal.